Wir sind schneller in Deutschland angekommen als erwartet und haben uns entschieden, noch einmal zurück in die Schweiz zu radeln, um Basel zu besuchen. Besonders das Rathaus hat uns beeindruckt und gehört für uns zu den schönsten Rathäusern, die wir bisher gesehen haben. Nach einer so langen Zeit im Ausland haben wir ein paar Anlaufschwierigkeiten in Deutschland. Besonders die Stellplatzsuche gestaltet sich schwierig. Trotzdem freuen wir uns auf einige Geschäfte und Leckereien aus der Heimat. Wir zeigen euch einen besonders schönen Wasserfall und ganz viele Aufnahmen von Mila. Wir freuen uns, wenn ihr uns begleitet. Hallo und willkommen aus Deutschland. Ja, ihr habt richtig gehört. Wir sind mittlerweile wieder in Deutschland. Schneller als erwartet. Schneller als erwartet. Warum ist das so? Ganz einfach. Auf dem Rückweg war das Wetter so schlecht, dass wir eigentlich gesagt haben, das lohnt sich nicht irgendwo anzuhalten, weil es ist die ganze Zeit am Regnen. Wir fahren einfach weiter. Und so kam es, dass wir ganz schnell in Deutschland waren. Wir haben zwar einen Halt in der Schweiz gemacht. Da haben wir einen Nachmittag verbracht und eine Nacht, die übrigens sehr stürmisch war. Sehr, sehr stürmisch. So gewackelt hat es noch nie bei uns im Ivo. Nee. Ja, und jetzt sind wir hier in Deutschland und wir haben die erste Nacht hier übernachtet auf einem Parkplatz in der Nähe des Rheins. Und wir wollen jetzt mit dem Fahrrad nach Basel fahren. Wir haben gelesen. In die Schweiz. Wieder zurück in die Schweiz, genau. Wir haben gelesen, dass Basel sehr schön sein soll. Wir kennen Basel noch gar nicht und deshalb schauen wir uns das jetzt mal an. Genau. Heute ist übrigens Ostersonntag, aber wenn ihr das Video seht, dann ist Ostern schon lange vergessen. Genau. Okay, dann fitzen wir jetzt erstmal los, ne? Basel ist eine faszinierende Stadt im Nordwesten der Schweiz, direkt an der Grenze zu Deutschland und Frankreich gelegen. Als eine der ältesten Städte der Schweiz hat Basel eine reiche Geschichte und eine vielfältige kulturelle Szene. Das Baseler Rathaus ist ein prächtiges Gebäude im Herzen der Altstadt. Es gilt als eines der schönsten Rathäuser Europas und ist ein herausragendes Beispiel für spätgotische Architektur. Das Gebäude wurde zwischen 1504 und 1514 erbaut und diente von Anfang an als Sitz der Regierung der Verwaltung der Stadt Basel. Das Rathaus beeindruckt mit seiner imposanten Fassade, die mit reichen Verzierungen und Skulpturen verziert ist. Besonders bemerkenswert ist der markante Turm, der das Stadtbild dominiert. Der Innenraum des Rathauses ist ebenso prunkvoll gestaltet mit kunstvollen Wandgemälden, holzgeschnitzten Decken und historischen Gemälden, die die Geschichte der Stadt Basel darstellen. Ein herausragendes Merkmal des Baseler Rathauses ist der sogenannte Rathausgang, ein überdachter Gang, der das Rathaus mit dem Marktplatz verbindet. Dieser Gang diente früher als Handelsplatz und ist heute ein beliebter Treffpunkt für Einheimische und Touristen.
Der Botanische Garten ist eine der ältesten botanischen Einrichtungen der Welt und wurde 1589 gegründet. Er erstreckt sich über eine Fläche von etwa 6 Hektar im Herzen der Stadt. Der Garten dient nicht nur der Erholung der Besucher, sondern auch der Forschung und dem Erhalt der Pflanzenvielfalt. Er beherbergt eine beeindruckende Sammlung von Pflanzen aus aller Welt, darunter seltene Arten und endemische Gewächse. Mit über 7000 verschiedenen Pflanzenarten bietet er einen faszinierenden Einblick in die Vielfalt der botanischen Welt. Neben Gewächshäusern, die verschiedenen Klimazonen nachbilden, gibt es auch Themengärten wie beispielsweise einen Heilpflanzengarten oder einen Alpinum. Genießt du die Sonne? Oh ja, so schön hier. Ach, recht, hier sind echt schön. Richtig schön, ne? Die Sonne, dass sie doch noch so rausgekommen ist. Haben die doch gar nicht gemeldet. Also sehr schön hier in Basel. Wir haben nicht viel erwartet von der Stadt und sind richtig überrascht, dass es hier so schön ist. Denn es ist hier sehr schön. Ja. Also wir haben jetzt schon einige Sachen gesehen, wo wir gesagt haben, wow, haben wir uns so nicht vorstellen können. Zum Beispiel das Rathaus, das war sehr schön. Wenn ihr mal in der Nähe seid, solltet ihr das auf jeden Fall besuchen. Jetzt gehen wir noch weiter zu einem alten Stadttor, Spalentor nennt sich das. Und wenn ich mir da hinten den Weg anschaue, der dahin führt, der sieht schon sehr schön aus. Ja. Den zeigen wir euch gleich mal. Ja, und du warst ja eben in dem Botanischen Garten und da war es auch schön, ne? Da war es auch schön. Ja, draußen ist halt noch nicht so viel los, ist halt ein bisschen grün, blüht noch nichts so richtig. Aber in den Gewächshäusern, im Kakteenhaus, da war schon sehr schön, im Tropenhaus auch. Und da sind noch mehrere große Gewächshäuser, da war ich jetzt aber nicht. Aber auch nicht schlecht, ne? Ja, freier Eintritt, kann man sich alles angucken. Sind noch viele Leute da, gucken sich das alles an. Aber richtig schön. Dürfen keine Hunde rein. Leider. Ja. Du hast gerade mal geguckt, was ein Stück Kuchen da bei dem Café kostet. Wie teuer war das? Ein Stück war das Apfelkuchen, 8 Euro. Wir wollten ja eigentlich noch Kaffee trinken und Kuchen essen. Ja. Heute ist ja auch Ostern. Ja, dürfen Kuchen, wir ja. Kuchen für 8 Euro. Ja, da sind wir dann immer ein bisschen geizig, ne? Ja. Aber jetzt laufen wir erstmal zu diesem Tor. Ja, würde ich auch sagen. Das Spalentor ist ein beeindruckendes Stadttor im Herzen von Basel und zählt zu den schönsten und besterhaltenen mittelalterlichen Stadttoren Europas. Es wurde im 14. Jahrhundert erbaut, genauer gesagt zwischen 1370 und 1380 und diente ursprünglich als Teil der Stadtbefestigung und war eines von 4 Stadttoren, die den Zugang zur Stadt kontrollierten. Heute ist es ein Wahrzeichen und ein bedeutendes historisches Bauwerk. Also, günstig ist das auch nicht. Pizza Margherita 19 Euro. What? Ja. Wahnsinn. Die Schweiz ist nichts für arme Leute. Nee, wirklich nicht.
Das Basler Münster, auch bekannt als der Basler Dom, ist eine imposante gotische Kathedrale, die das Stadtbild seit Jahrhunderten prägt. Die markante rote Sandsteinfassade und die beiden schlanken Türme sind charakteristisch für das Basler Münster und machen es zu einem Wahrzeichen der Stadt. Die Aussicht von den Türmen des Münsters bieten zudem einen atemberaubenden Blick über die Stadt und den Rhein. Der Aufstieg kostet 6 Schweizer Franken. Der Kreuzgang des Basler Münsters ist ein weiteres beeindruckendes Merkmal. Er befindet sich südlich der Kathedrale und ist ein ruhiger Ort der Besinnung und des Gebetes. Der Kreuzgang stammt aus dem 15. Jahrhundert und ist im gotischen Stil erbaut. Jetzt hast du dich da in die Ecke versteckt. Meinst du, da sehen wir dich nicht? Möchtest du heute Nacht hier schlafen? Ja, Basel hat uns richtig gut gefallen, ne? Ja, besonders das Rathaus, das ist sehr zu empfehlen. Das ist, glaube ich, das schönste Rathaus, was wir jemals gesehen haben. Eins der schönsten zumindest. Leider war es nicht an einem Wochentag, denn wir haben erfahren, am Wochentag kann man sogar ins Rathaus rein. Wir waren jetzt nur in dem Innenhof. Und im Rathaus selber soll es auch noch so schön sein. Das hätten wir natürlich gerne gesehen, aber gut. Es war halt zu, kann man nichts machen. Ja. Das Einzige, was uns nicht ganz so gut in der Schweiz gefallen hat, waren die Preise. Ja, war ja zu erwarten, dass die da etwas höher sind. Ne? Ja, wir waren dann noch ein paar Tage auf unserem Stellplatz da an dieser Sportanlage. Das war eigentlich ganz okay, war jetzt nicht das Schönste, aber wir haben da ganz ruhig gestanden. Wir mussten nämlich noch ein bisschen arbeiten, haben den Monatsrückblick fertig gemacht. Jetzt sind wir aber weitergefahren. Das Wetter spielt nicht ganz so mit, wie wir uns das erhofft haben. Ja, aber der Regen, der hat uns irgendwie wieder eingeholt und wir stehen jetzt wieder hier im Regen rum. Aber gut, das ist, glaube ich, in allen Gegenden, die wir jetzt fahren würden, um nach Hause zu kommen, nicht besser. Es regnet, glaube ich, gerade überall und ja, dann ist es halt bei so. Uns auch. Ja. Wir wollen jetzt allerdings zu einem Platz fahren, wo wir gerne wandern wollen. Ich weiß jetzt nicht, ob das so toll ist, weil da wird wahrscheinlich alles vermatscht sein. Aber fürs Wochenende haben die unglaubliche 27 Grad vorhergesagt. Wir können das, wie gesagt, gar nicht glauben. Aber wir haben noch nichts gegen, wenn es so sein sollte. Freuen wir uns umso mehr. Und bevor wir diesen Platz gleich anfahren, müssen wir erst noch mal fair und entsorgen, weil unser Abwassertank ist bis oben hin voll. Der muss jetzt dringend geleert werden. Und wir stehen jetzt hier gerade auf einem Parkplatz von einem DM. Mm. Und darüber freut sich hier jemand ganz besonders. Genau, den habe ich nämlich schon auch ein bisschen vermisst in den letzten Monaten. Also es gibt doch ein paar Geschäfte und ein paar Produkte, die man gerne kauft. Und die bekommt man dann im Ausland nicht. Und ja, die vermisst man dann. Und jetzt ist die erste Gelegenheit, ein bisschen einzukaufen. Ja. Und das werden wir dann jetzt auch erstmal machen, ne? Hier gibt es auch einen Rewe und darüber freue ich mich viel mehr als über diesen DM, weil es hier mit hoher Wahrscheinlichkeit Leberkäsebrötchen gibt und die mag ich natürlich sehr gerne. Und wenn es die hier geben sollte, werde ich mir hier eins holen. Ach. Ich weiß nicht, ob du auch eins möchtest. Ach, da sage ich bestimmt nicht nein. Nee, ne? Ja, und dann machen wir die nächsten Tage noch ein bisschen in Schwarzwald unsicher, bevor es dann noch wieder weiter Richtung Heimat geht. Ne? Jo, genau so machen wir das. Ja, und wohin es geht, seht ihr ja alles. Und ja, jetzt gehen wir erstmal in DM bzw. in Rewe. Machen wir. Und hast du Spaß? Ja. Der Wagen ist aber schon ganz schön voll, ne? Ja. Ja.
So, liebe Leute, bei DM haben wir alles bekommen, glaube ich, ne? Ja. Ja. Mein Leberkäsebrötchen, die hättet da auch gegeben bei Rewe, aber der Leberkäse, der sah so fies aus, das haben wir nicht genommen. Da sind wir zur Frischetheke gegangen, haben uns zwei Scheiben Leberkäse gekauft und haben dafür sage und schreibe 8,90 Euro bezahlt. Sind aber auch große Scheiben. Ja, aber 8,90 Euro sind 8,90 Euro. Das passt gar nicht, hier zwei in die Pfanne. Und freust du dich? Ich freue mich, ich will Leberkäsebrötchen essen. Und wenn es bei uns so was Leckeres gibt, dann guckt mir die auch immer hoch. Nachdem wir uns gestärkt haben, unsere Wassertanks fair und entsorgt haben, ging es dann auf Stellplatzsuche. Diese gestaltete sich etwas schwierig, aber nach einiger Zeit sind wir auf dem Wanderparkplatz am Fahler Wasserfall fündig geworden. Er liegt in der Nähe des Ortes Tottnau und gehört mit zu den höchsten Wasserfällen in Deutschland. Er stürzt über mehrere Kaskaden, etwa 96 Meter in die Tiefe und bietet ein imposantes Naturschauspiel. Uns hat es dort sehr gut gefallen und wir wären noch gerne dort gewandert, aber daraus wurde dann nichts. Guten Morgen. Morgen. Ja, bei uns gibt es heute eine Planänderung. Wir wollten ja eigentlich eine schöne große Wanderung machen, aber wir haben gestern schon gemerkt bei unserem Abendspaziergang mit Mila, dass es ihr nicht ganz so gut geht, dass sie nicht ganz so fit ist. Sie hat Gras gefressen, sie hatte ein bisschen breiigen Stuhl, will ich es mal so nennen. Und ja, sie fühlte sich gestern Abend, sie zeigte sich gestern Abend auch ein bisschen schlapp, dass wir gesagt haben, nee, das machen wir nicht. Da wäre jetzt so eine Wanderung einfach zu anstrengend. Wetter ist super. Wir wollen jetzt mal mit ihr gehen oder wir gehen jetzt mal mit ihr, um zu gucken, ob sie jetzt irgendwie wieder Gras frisst oder Durchfall hat. Bisher noch nicht, aber sie läuft halt sehr langsam, nicht so dü-dü-dü, wie sie sonst immer so läuft. Demotiviert und ja, dann werden wir wohl nachher Hühnchenfleisch einkaufen gehen und ja, oder dann auch zum Tierarzt gehen, ne? Oder eventuell zum Tierarzt, da wollten wir jetzt mal gucken. Ich wollte gleich mal Fieber messen, ob ich da irgendwas feststellen kann. Und dann werden wir wahrscheinlich später einen Stellplatz aufsuchen, wo wir dann einfach Wäsche waschen und ein bisschen den Tag ruhiger angehen lassen. So ist jetzt der Plan, anders als wir dachten. Aber so ist das halt, wenn man mit Tieren unterwegs ist. Ja, Pläne machen und Pläne einhalten sind immer zwei unterschiedliche Sachen. Das stimmt. Manchmal kommt es einfach anders, als man geplant hat. So ist es. Am wichtigsten ist ja, dass es Mila gut geht, ne? Ja, steht sie da und guckt in den Abgrund. Ja, sie hat irgendwas gewittert. Da, irgendwas ist da unten. Merkt man ihr mal gut an. Da rennt weg, ein Reh. Hast du gesehen? Nee. Ja, dann geht's ihr auch gut, ne? Alles vergessen. Mili, wie geht's dir jetzt?
Also Google sagt, beim Bärlauch wächst ein Blatt an einem Stiel aus dem Boden. Bei Maiglöckchen wachsen zwei Blätter an einem Stiel. Bei Herbstzeitlosen wachsen mehrere Blätter direkt aus einer Rosette ohne eigenen Stiel. Die Blattunterseite des Bärlauchs ist matt, die Blätter sehr zart und empfindlich. Ah, die Blätter sind auf jeden Fall wirklich zart und empfindlich. So. Soll an einem Blatt aus dem Boden wachsen. Ja, dann nehmen wir mit. Dann machen wir da nachher irgendwie so eine Bärlauchbutter von. Das riecht nach Zwiebeln. Riech mal. Auf jeden Fall. Ich habe jetzt gerade eine App runtergeladen fürs Handy, die heißt Flora Incognita und damit kann man Pflanzen bestimmen. Das ist ganz einfach, man muss sich einmal registrieren, dann kann man einfach ein Foto von der Pflanze machen, möglichst nah und detailreich und dann sagt einem die App, was es für eine Pflanze ist und wie sicher sich die App dabei ist. Und das Schöne dabei ist, dass man ja Teil eines weltweiten Projektes ist, wo überall Pflanzen dann halt aufgelistet werden, wo es welche Pflanzen gibt und ja, man trägt dazu bei, dass diese Datei ordentlich gefüllt wird. Ich finde das sehr interessant. Und man kann immer sehen, wo man schon war und wo man welche Pflanzen selber ja, gesehen hat oder bestimmt hat. Liebe Christiane, Angelika, Corinna, Katrin, Andrea und Udo, wir möchten uns recht herzlich bei euch bedanken für eure Spende. Vielen, vielen Dank. Wir stehen hier auf dem Stellplatz, der hat 16 Stellplätze, ausgestattet mit Strom, eigentlich auch mit frischem Wasser, aber das ist zurzeit defekt und ja, halt eine Entsorgungsstation. Wir sind die einzigen, die hier stehen, obwohl eigentlich viele Wohnmobile unterwegs sind. Wir könnten mir vorstellen, dass das eventuell daran liegt, dass direkt hier die Bahngleise sind. Hier fährt einmal eine Stunde ein Zug vorbei, ich muss zugeben, der ist nicht sehr laut, der ist wirklich sehr leise. Aber das schreckt ja eigentlich schon ab, so ein Bahngleis direkt hier am Stellplatz. Der Stellplatz kostet übrigens 10 Euro. Wir verlinken den auf jeden Fall mal in die Videobeschreibung, weil die Züge, die bis jetzt hier vorbeigefahren sind, waren so leise. Und wenn die jetzt heute Nacht nicht fahren, dann habe ich überhaupt gar keine Bedenken, warum man den Platz nicht nutzen sollte. Hier hat man Strom, da würde man jetzt extra für bezahlen. Und hier ist dann auch die Entsorgung. Hier gibt es Wasser, leider. Frischwasserentnahme aus technischen Gründen derzeit nicht möglich. Sehr schade. Und hier kann man dann am Bezahlautomaten zahlen. So, wir nutzen jetzt mal eben die Möglichkeit und machen mal den Ivo ein bisschen sauber. Nach dem ganzen Regenwetter haben wir hier ja ein bisschen Schmutz drin, den wir jetzt mal hier ja, entfernen wollen. Hier haben wir ja die Bärlauchbutter von heute Morgen. Haben wir einfach Butter, ein bisschen Olivenöl hast du genommen, ne? Salz, alles klein gemacht und ja, fertig. Püriert, mit dem Pürierstab. Ja. Vorsicht. Bin ich schon gespannt, wie die gleich schmeckt. Vorsicht. Ich lasse sie mal draußen. Jetzt aber Prost. Prost. Haben wir gut gekocht, oder?
bin gespannt auf die Butter. Ich auch. Sehr frisch, ne? Ich habe übrigens zum ersten Mal Hummus selber gemacht und ich finde den richtig lecker. Und total einfach. Jetzt musst du auch verraten, wie du es gemacht hast. Einfach Kichererbsen, 2 Knoblauch mit da rein. In Brühe habe ich die auch gekocht. Fast, also eine Stunde, über eine Stunde. Über Nacht noch stehen lassen. Und dann mit Sesampaste püriert, Öl noch mit rein, ein bisschen von der Flüssigkeit, die übergeblieben ist, mit Curry und solchen Gewürzen gewürzt. Und dann habe ich da noch, und das ist total lecker, einen Senf, ein hausgemachter Senf ist das. Da sind nur natürliche Zutaten drin und das heißt Maisenf. Die haben wir zufällig auf dem Campingplatz in Italien getroffen, die 2, die das produzieren. Die machen das in, die stellen das her und verkaufen das auf dem Markt. Und die haben uns das zum Probieren gegeben. Also ist jetzt hier keine bezahlte Werbung oder so. Ist einfach. Die haben doch auch einen Webshop, oder? Die haben einen Webshop, ja. Total lecker, wirklich. Und das passte jetzt auch von der Geschmackrichtung richtig gut in meinen Hummus. Also in die Dreierlei. Süß, scharf, interessant. Und wie gesagt, keine Konservierungsstoffe, nichts drin. Also ich kann es ja einfach mal den Webshop unten verlinken. Könnt ihr euch ja mal umgucken. Ja. Weil ist eine kleine Manufaktur aus Österreich. Ja. Und die geben sich da sehr viel Mühe. Das sind alles eigene Rezepte. Mhm. Und die probieren immer wieder mal was Neues aus und kreieren da ganz neue Senfsorten. Mhm. Ich habe auch noch so einen Senf mit Apfel. Kann man wie Brotaufstrich essen. Morgen treffen wir uns übrigens mit ehemaligen Arbeitskollegen von mir. Das sind keine Arbeitskollegen von der letzten Firma, wo ich war, sondern von der Firma davor, wo ich quasi meine Lehre gemacht habe. Im zarten Alter von, wie alt war ich denn damals? 15. Und so lange kenne ich die eigentlich schon. Und wir haben uns jetzt jahrelang nicht mehr gesehen. Und die sind jetzt in den Schwarzwald gezogen. Ich weiß gar nicht, wie die hier gelandet sind. Werden wir morgen mal erfahren. Ist natürlich sehr spannend. Ja, seit der letzten Aufnahme ist fast eine Woche vergangen. Was ist passiert? Am Samstag waren wir ja verabredet. Genau, was übrigens sehr schön war, sich nach so langer Zeit mal wiederzusehen. Und es ist einfach erstaunlich, man kommt dann wieder zusammen und alles ist so wie vor vielen, vielen Jahren. Ja. Und das fühlte sich richtig gut an, ja. Ja, das war ein richtig schöner Mittag. Und dann wollten wir von da aus dann weiterfahren. Wir haben dann so bis 17 Uhr gequatscht und wollten dann bis nach Freiburg fahren. Das waren so irgendwie 40 Kilometer, glaube ich, von da. Ja, ne? War gar nicht weit, aber wir sind die ganze Zeit da rumgegurkt, weil wir einen Stellplatz gesucht haben und wir haben nichts gefunden. Ja. Es gäbe einen offiziellen Stellplatz am Stadion, aber der ist nur frei, wenn gerade kein Spiel ist. Und an dem Abend war gerade ein Spiel. Also konnten wir das schon mal knicken. Ja, und dann sind wir einfach weitergefahren. Ja, weil die anderen Parkplätze, die jetzt so bei Park for Night drin standen in der Stadt, die waren so kurz, da hätten wir niemals drauf gepasst und die waren alle gerammelt voll. Ja. Also wirklich. Also haben wir gedacht, wir fahren ein Stück weiter und fahren dann wieder mit dem Fahrrad zurück in die Stadt, um die zu besichtigen. Aber alle Stellplätze waren einfach nur voll. Also es gab einfach keinen Stellplatz für uns. Jeden, den wir angefahren sind, war voll. Jetzt gut, es war Samstagabend mittlerweile. Es waren noch Ferien teilweise. Das Wetter war schön. Ja, ist halt so. Also den Fehler brauchen wir nicht mehr machen. Samstagsabends nach einem Stellplatz suchen. An irgendeinem Hotspot oder so. Ja, dann ist Freiburg natürlich für uns ausgefallen. Ist eigentlich schade, hätten wir gerne mal gesehen. Auf jeden Fall. Wir haben dann an einer Straße in einem Ort übernachtet, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Es war auch jetzt nichts Besonderes. Wir haben da auch wirklich nur übernachtet. Ich wollte gerade sagen, wir waren aber mittlerweile 3 Stunden rumgefahren. Ne? Genau, und wir hatten richtig Kohldampf und es wurde immer später. Und dann haben wir uns diesen Platz einfach ausgesucht.
und sind am nächsten Morgen dann auch schon direkt weitergefahren. Genau. Aber die Fahrt ging direkt abenteuerlich weiter, weil es war eine Straße gesperrt. Und um dahin zu kommen, wo wir hin wollten, mussten wir über 7 Hügel fahren, über Straßen, die so eng waren wie die in Italien. Und das waren eigentlich mehr Fahrradwege, meiner Meinung nach. Und da war richtig viel Betrieb auf diesen Straßen, weil alle wollten darum. Jo, das war auch dann wieder, ging die Gurkerei quasi weiter. Aber jetzt haben wir hier unseren Stellplatz gefunden, wo wir gerade sind. Ja, wir waren ja dann noch, wir sind ja dann noch auf diesem Parkplatz gewesen von diesem Café ein paar Tage. 2 Übernachtungen, wo wir so ein bisschen spazieren waren, Fahrradfahren waren. Ich kann mich nicht erinnern. Nein. Was für ein Café? Den Stellplatz mit der Kette. Stellplatz mit der Kette. Ich erinnere mich an eine Kette, ja. Ach ja, genau. Hallo? Ja, so geht das. Wenn das einfach so viele neue Plätze sind, dann verwirrt einem das schon mal. Also, und dann mussten wir zwischenzeitlich ja auch noch wieder Fähr- und Entsorgen. Ist auch hier im Schwarzwald, oder mittlerweile sind wir nicht mehr im Schwarzwald, aber im Schwarzwald war es nicht einfach. Wir sind auch da rumgegurkt und haben dann was gefunden, wo dann irgendwie 50 Liter 1 Euro kosteten, ne? Ja, es ging eigentlich darum, dass es 3 Minuten läuft und das kostet halt 1 Euro. Der Druck auf der Leitung war jetzt nicht so berauschend und da kam wirklich nicht viel raus. Also dementsprechend lange hat es gedauert. Wir haben, glaube ich, 4 Euro nur für frisches Wasser bezahlt. Ist halt so, ne? Ja, genau. Ja, und dann sind wir dann hier hingekommen, genau. Und dann war das Wetter auch ein paar Tage wieder nicht ganz so gut. Und wir haben so richtig gemerkt, die Luft ist raus, ne? Ja, irgendwie tun wir uns gerade wirklich schwer, auch hier jetzt in Deutschland irgendwie reinzukommen, nach Stellplätzen zu suchen. Irgendwie, wir sind noch nicht so drin. Nee. Und gerade haben wir auch so die Motivation nicht, weil wir sind jetzt kurz vor zu Hause schon und wir haben jetzt keine Lust, noch irgendwie viel zu unternehmen. Wir wollen eigentlich lieber nach Hause und das werden wir auch jetzt in den nächsten Tagen machen. Ja. Das macht die ganze Sache schwierig. Merkt man wirklich so ein bisschen, dass so jetzt zum Ende hin die Luft ein bisschen raus ist. Wir freuen uns natürlich dann auch wieder auf Neues und wir freuen uns aber jetzt erstmal auch auf unsere Familie und die Erledigungen, die wir noch zu tätigen haben. Und man hat so dieses Gefühl von, die Reise endet und dann will man eigentlich nichts mehr machen, ne? Nee, irgendwie nicht. Nee. Es fing damit an, dass wir da von der Cinque Terre weggefahren sind. Das Wetter war schlecht, dann sind wir ja weitergefahren, standen plötzlich schon in der Schweiz, haben da übernachtet. Das Wetter war wieder schlecht, sind wir wieder weitergefahren. Dann waren wir schon in Deutschland. Ja, und so ging eigentlich alles viel schneller, als wir das überhaupt vorgehabt haben. Aber ja, so ist es nun mal. Genau. Und ja, jetzt werden wir die nächste Zeit mal gucken. Wir müssen einiges erledigen. Wenn wir euch mitnehmen können, nehmen wir euch mit, ist ja klar. Wird natürlich kein Reisecontent sein, das muss jedem klar sein, aber die nächste Reise steht ja schon bevor und dann geht es auch wieder mit Reisevideos weiter und ich glaube, es wird auch wieder richtig schön. Ja, auf jeden Fall. Wir haben uns da einiges überlegt, ob das alles so klappt, wissen wir noch nicht, aber das seht ihr dann ja. Und hier, wo wir jetzt stehen, da fängt das neue Video dann auch an. Hier werden wir noch was unternehmen morgen, bevor wir dann nach Hause fahren und wie es dann zu Hause weitergeht, nehmen wir euch in dem neuen Video dann auch mit, aber hier enden wir jetzt für diese Woche. Genau. Ja. Wie wir es immer sagen, sagen wir auch dieses Mal am Ende, den Daumen nach oben drücken, den Kanal abonnieren, wenn ihr das nicht sowieso schon gemacht habt. Und dann freuen wir uns auf ein Wiedersehen nächste Woche. Bis dahin. Tschüss.